Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Es ist Tag 75, früh am Morgen. Jeden Moment macht Jen auf und ihr wollen wir natürlich. Genau, und ihr wollen wir natürlich die frohe Kunde verbreiten, dass wir die Mission geschafft haben, den Dijon Tower gereinigt haben, gesäubert haben und die Vorräte zurück zum Händler bringen können. Freut sie sich bestimmt ein riesiges Loch im Bauch. Freut sie sich so sehr, dass sie vor lauter Schreck gar nicht weiß, was er uns geben soll. Ist jetzt alles nicht so überragend. Dann nehmen wir einen Stahlknüppel. Achso, wir kriegen ja sogar zwei Belohnungen. Na super. Das brauchen wir alles nicht. Drei Antibiotika, da haben wir auf jeden Fall auch genug. Dann nehmen wir den Bauplan mit. Dann ist es so. Gut. Dann schauen wir uns zuerst den Bauplan an. Die nehmen wir mit. Den Knüppel kann ich mir überlegen, ob ich den dann... Na, das ist der Baseballschläger. Der Knüppel macht zwar mehr Schaden, braucht aber geringfügig mehr Ausdauerkosten. Trotzdem werden wir den dann wahrscheinlich benutzen. Macht einfach ein bisschen mehr her. Gut, ich habe eine ganze Menge, was wir ihr verkaufen können. Ich habe aber auch noch ein Maschinengewehr M60. Das Maschinengewehr, das haben wir ja gestern freigeschalten. Oder vorgestern, also irgendwie im Laufe der Mission. Und haben jetzt Stufe 5 erreicht. Das ist das Beste, was wir selber bauen können. Stufe 6 wäre, können wir noch finden. Ja, da schauen wir uns kurz an im Vergleich zu unserem Sturmgewehr oder taktischen Sturmgewehr. Ohne irgendwelche Mods werden wir beim Fernkampfschaden deutlich besser. Wir werden eigentlich überall deutlich besser. Mehr Schaden, mehr Magazin, schnellere Schussfolge, mehr Reichweite und auch bessere Haltbarkeit. Und das sagt eigentlich schon alles. Wir wechseln natürlich durch. Und damit es auch wirklich besser wird, würde ich die falsche Taste drücken. Gut, würde ich verändern. Genau, hier ist es. Würde ich die vier Mods dann auch entsprechend in das M60 reinpacken. Das geht nie. Auslösergruppe Vollautomatik-Mod können wir nicht ausrüsten. Das ist interessant. Okay, dann ist das halt so. Das macht aber nichts. Da können wir uns eine andere Mod raussuchen, die wir dann benutzen. Jetzt zeigt mal das M60. Oh ja, das ist sehr schön. Dann machen wir auch noch den Laserpunkt an. Da ist er. Oh, keine Angst, wir schießen hier auf dich. Oh, das gibt bestimmt auch einen ordentlichen Sound. Ja, und dann können wir ihr nämlich das M60 verkaufen. Das Mod behalte ich mal noch. Oder das taktische Sturmgewehr können wir ja verkaufen. Hier unten, das können wir ja alles verkaufen. Und, ach so, genau, das Nahrungspaket wollten wir ja noch aufmachen. Das haben wir gestern bekommen. Da hatten wir bloß das Inventar voll. Da können wir mal reinschauen, was da drin ist. Drei Bücher, die haben wir schnell gelesen. Mineralwasser und 10-mal Thunfischsoßentoast. Das ist gar nicht so schlecht. 90 Nahrung. Und das ist schon eine ganze Menge. Gut. So, und dann hat sie ja auch Nachschub bekommen. Tag 76 ist der nächste Nachschub, heute ist Tag 75. Da können wir mal schnell durchschauen. Oder hatten wir schon Tag... Ah, weiß ich nicht, ob wir da schon mal geguckt haben. So, da ist natürlich gut, das Auto könnten wir dann mal irgendwann bauen. Ansonsten sehe ich jetzt auf Anhieb auch nichts. Benzin könnten wir kaufen. Wenn wir es denn bräuchten, ne? Im Prinzip braucht man ja auch gerade überhaupt nichts. Weil dann verbrauchen wir auch nicht. Da können sie ruhig, können ruhig unseren Lärm hören. Huch, das war gleich mal eins zu viel. Klingenfalle, Generator können wir alles bauen. Was mal ganz nett wäre, wäre Solarpanel. Da könnten wir die Solarzellen in Betrieb nehmen. Ja, hat sie nicht. Gut, dann gibt es jetzt was von mir. Die Munition verkaufe ich auch. Ganz einfach, weil wir dort auf panzerbrechende Munition umgestiegen sind. Jetzt haben wir ja schon wieder 26.000 im Inventar. Im Motorrad haben wir auch eine ganze Menge liegen. Ich schaue mal nach den Aufträgen. Allerdings haben wir heute Tag 74, nee 75. Das heißt, wir haben 75, 76 und 77, um noch irgendwas zu machen. Vanity Tower haben wir gerade gemacht, oder?
Ne, die Shong Tower haben wir gemacht. Aber Vanity Tower wird wahrscheinlich ähnlich lange dauern. Higashi Pharmazeutica, hat man das nicht auch neulich gemacht? Dr. Karin Higashi Residence, die haben wir noch nie gemacht. Die ist direkt neben unserem Wohnhaus. The Last Sunset Nursing Home, die haben wir auch noch nicht gemacht. 1,8 Kilometer im Westen. Shotgun Messiah Factory. Oh, die sind beide schön. 1,8 Kilometer im Westen. Westen ist hier dort, wo der Schnee liegt. Nee, Schnee machen wir nie. Wir können die Dr. Karin Kigashi Residenz machen. Da können wir notfalls, wenn uns die Blutmondnacht überrascht. Die ist hier. Gehen wir schnell rüber, machen Blutmondnacht und gehen wieder zurück. Das geht nie, weil wir dann die Mission verlieren. Aber dann die... Ja, okay, das passt nie. So, was war das hier noch? Genau. Wollen wir dann doch eine Tier 5 machen oder holen wir uns beim Rekt eine Tier 4? Wir müssen auch noch die Falle bauen. Nee, wir können keine Tier 5 machen. Vergiss es. Tut mir leid, ich hab dich verarscht. Ja, denn wir wollen noch ein bisschen was an der Falle bauen und wenn wir jetzt wirklich dann wieder einen Haufen Zeit damit zubringen. Obwohl wir das schon geschafft hätten, oder? Na gut, dann fahren wir hier erstmal zum Rekt hoch. Ich habe gerade auf der Fahrt hierher gesehen, dass wir ja auch noch zwei Schätze zum Ausgraben haben. Das ist natürlich immer nicht ganz so spannend, der Inhalt ist immer gleich. Da liegt auch Munition und Zeug, aus dem wir Munition bauen können drin. Aber grundsätzlich haben wir das noch, könnten wir das auch noch machen. Robotik, da können wir dann irgendwann die... Ja, na klar, den nehmen wir gleich mal mit. Da können wir irgendwann die Drohne bauen, die haben wir ja auch noch nicht. Hier, Bauplan, Robotik, Panzerplattenmod. Ja, panzerbrechende Munition hat er, das ist schön. Ansonsten ist er auch hier nie allzu gut ausgerüstet. Compound-Armbrust hat er auch nicht schlecht. Solarpanel haben wir schon. Und hungrig ist er. Na, da kriegt er klar was zu essen. Kein Stress. Scheinwerfer, kann man die nicht selber bauen? Und hier ist erstmal hoch, nichts dabei. Doch, Scheinwerfer können wir selber bauen. Gut, brauchen wir nicht kaufen. Also, was essen? Ja, ich habe auch noch Schamsuppe. Und Thunfischsoßen-Toast geht beides. Dann nutzen wir die. Achso, wir hätten auch natürlich Mineralwasser trinken können. Robotik-Schockstab. Oh. Gut, dann was zu verkaufen habe ich nicht. Deshalb gucken wir mal, was er für uns hat. Parkinggarage hat man gerade erst. Befallene ist nicht so spannend. Die Demainer hat man gerade erst. Und La Krieger Residenz hat man auch. Gut, das ist jetzt nicht so spannend. Passend Gas Refinery hat man auch schon gemacht. Warte, was ist denn das nächste? Ach, das ist auch befallen. Das ist auch albern. Na gut, aber das ist das nächste. Wir wollen ja schließlich die Tier 4 Mission bei ihm durchbekommen, damit wir dann auch das Level Up bei ihm bekommen, das Handle Upgrade auf Tier 5. Deshalb habe ich jetzt das genommen mit der kürzesten Anfahrtszeit. Weil wir sowieso irgendwas machen müssen, was wir schon kennen. Ich wollte jetzt... Hatte kurz überlegt, ob wir das Parkhaus jetzt zum dritten oder vierten Mal machen. Das können wir in- und auswendig. Da hätten wir wirklich bloß durchlaufen brauchen, bis wir die Mission erfüllt haben. Ui, Vorsicht, der geht jetzt kurz runter. So, da sind wir. Was haben wir denn hier zum Reinpacken? Ach, hätte doch. Naja, gut. Den Stahlknüppel kannst du mal ausrüsten. Wollen wir das gleich machen? Machen wir gleich.
Kann natürlich sein, dass wir in den jetzt keine 4 Mods reinkriegen. Doch, kriegen wir. Sehr schön. So sieht er aus. Oh, wow. Und unser neues MG. Das passen wir auch hier. Gut, sind wir gerüstet für den Sturm auf die Bastille oder sowas ähnliches. Eher für den Sturm auf die Befallenen. Mal gucken, ob wir da irgendwas großartig looten werden. Komm raus. Ja. Du bist die Erste, die Bekanntschaft mit meinem neuen Knüppel macht. Klingt auch ein bisschen obszön. Oh, das nehmen wir natürlich mit. Ansonsten wäre ich ja, glaube ich, naja gut, wenn ich schon mal durchloote, kann ich es auch mitnehmen. Ja, da geht sogar ein grüner Zombie mal mit einer Keule. Pulver. Das gibt ordentlich Action. Oh. Na sowas aber auch. Da rennen wir mit einer ungeladenen Waffe durch die Gegend. War's das? Unglaublich. Das war jetzt fast ein bisschen einfach, oder? Ich meine, ich will jetzt nie überheblich werden. Das bekommt mir am Ende sowieso nicht gut. Aber da merkt man eben deutlich die Verbesserung. Oh, da ist ein Bild von der Wand gefallen. Naja. So haut man richtig zu. Kannst du noch was lernen von mir? Ich will nicht überheblich werden, aber das war, wie gesagt, da merkt man die deutliche Verbesserung am Schadenspotenzial der Waffe. Na gut, nimm's mit, wenn du schon mal dabei bist. Hallo? Oh oh. Okay, das Nachladen dauert deutlich länger. Da müssen wir uns dran gewöhnen und natürlich rasseln hier die Schuss auch deutlich schneller durch. Das heißt, ich muss mich auch dran gewöhnen, dass ich mehr Schuss mitnehme, beziehungsweise nicht ganz so lange auf der Auslösentaste drauf bin. Ob da jetzt noch was dahinter ist, weiß ich nicht, aber das Risiko gehe ich ein, dass ich nicht alles finde. Spielt auch keine allzu große Rolle. Oh ja, haben sie die Holztreppe aber schon ganz schön abgebaut. Oh, schon,
Schon das Inventar voll. Ja, meine Güte. Hab doch gar nichts mitgenommen. Ja, das kannst du aufessen. Chrysanthemen kannst du selber ernten. Das brauchst du auch nicht. Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Genau. Ja, Befallene beseitigen ist ja eine Mission, die eine Stufe niedriger ist. Ihr seht, La Krieger-Residenz, 3 Totenköpfe hat die nur. Wird uns aber als Tier 4 verkauft, weil halt die Zombies im Zweifel ein bisschen stärker sind. Die Game Stage ist für diese Mission deutlich erhöht. Wir sind bei 193, das ist natürlich nicht dem entsprechend, was wir sonst so machen. Das ist der Ausgang, da oben ist noch was zu holen. Ach na gut, das ist natürlich auch. Du bist wieder zurück. Und für die Endwelle werde ich mir dann wahrscheinlich mal sicherheitshalber die M60 griffbereit machen. Da liegen sie. Alle schön einzeln aufgereiht. Aber jetzt liegen sie nicht mehr. Ich habe mich doch kurzerhand für die Shotgun entschieden. Ui. So viel. Bogen braucht man nicht unbedingt, das Mod braucht man nicht, das nehmen wir. Die Munition ja schon gut. Gut, Maschinengewehrteile brauchen wir auch nicht mehr. Die 2 Holzstücke machen das Kraut nicht fett, die können wir verkaufen. Die 2 Nägel zerlegen wir, dafür nehmen wir das mit. Die Mod braucht man nicht, das können wir zerlegen. Passt soweit. Erster Loot, okay. Oh. Da hast du gleich ein riesengroßes Loch in der Wand, wenn du mit dem Knüppel zuhaust. Ja. Bist du mit ein paar Schlägen durch? Oh. Schön. Gut, wo ist denn das Motorrad? Das Motorrad ist dort. Kriegen wir das hier auf? Na, aber sicher. Hätten wir auch gleich hier reingehen können, hätten wir uns gleich den Loot packen können. Gut, dann alles, was wir behalten wollen, hier rein. Das kannst du verkaufen. Das ja, kannst du erstmal hier reinpacken. Die 9 mm, die verkaufst du. Und die auch. Gut, lass uns mal schauen, was in den Kisten drin ist. Gut. Und die müsstest du ja eigentlich aufkriegen, da hast du einen Dietrich.
Und wieder eine Schatzkarte. Da sind wir heute im Highspeed durch die Mission geflogen. Da können wir fast überlegen, noch eine zu machen. Ja, ist von der Sache nicht hier drei Missionen gewesen, ne? Dass da ein paar grüne, verstrahlte Zombies dabei sind, das war jetzt nicht so das große Hindernis. Jetzt gibt's Nebel. Fahren wir nicht so weit, Motorrad. Achso, die kannst du lesen. Raphael. Raphaels Schatzkarte. So, das kannst du hier hinhauen. Stahlknüppelteile kannst du verkaufen. Das heißt, wenn du Megamod verkaufst und Maschinengewehrteile verkaufst du auch. Nimmst du die noch mit zum Verkaufen und behältst stattdessen das. Hey Jackass, can I lighten that? So, was hat er? Dann nehmen wir Compoundbogen, nämlich Schnee. Ich nehme das Fertigungspaket und den geschmiedeten Stahl. Das kannst du immer gebrauchen, dann kriegst du das von mir. Und dann zeigt man noch. Dann machen wir die anderen Gefallenen auch noch. Achso, das Zeitschriftenpaket können wir uns noch angucken. Eisensperrqualität 4 freigeschalten und Radkappenlandmine freigeschalten. Jetzt müssen wir so langsam mal drauf achten. Ich habe bloß noch 25% Benzin drin, aber wir haben auf jeden Fall im Motorrad selbst noch genug Benzin, dass wir nachtanken können. Wir fahren schnell dahin. Vielleicht haben wir Glück und das geht genauso schnell. Ich habe wieder die fallenden Missionen angenommen. In der Hoffnung, dass wir uns da jetzt nicht komplett blamieren. Beziehungsweise ich blamiere mich, ihr könnt lachen. Wo ist er denn? Ich finde schon den Weg gleich gar nicht. Mal gucken, ob wir die auch so schnell schaffen, dass wir die noch abgeben können beim Händler. Gut, was hast du hier? Die Stahlbahn, die kannst du eigentlich hier reinpacken. Und Wasser findest du bestimmt. Noch was, was wir bestimmt finden? Gut, die 5 Schüsse, die können wir auf jeden Fall auch mit verbraten. Gut, geht los. Wobei du könntest... in einen Kaffee trinken und schon hat es wieder einen Platz mehr. Na, gut, geht los. Hallo, wir haben uns zu Hause. Oh Gott. Wie viele sind das? Schön. Oh, da liegen sie.
Gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Benzin. Das war ja fast zu erwarten. Ich baue mal ab, was wir schon gesehen haben. So. Dann ist es leichter, den Überblick zu behalten. Es leuchtet grün, was hat das zu bedeuten? Was ist das? Alles Lehm? Schauen wir ein Level ab. Wegfindung war nicht seine Stärke, wie man gesehen hat. Oh, er ist auch noch. Ja, wenn wir immer dabei sind, dann nehmen wir den ganzen Stapel mit, ne? Und manchmal ist es gar nicht so schlecht, das zu tun, wie man sieht. Mir kommt es gerade auch alles so unbekannt vor. Ich glaube nicht, dass wir die schon gemacht haben. Wir haben sie zumindest schon öfter angeboten gekriegt, aber wie gesagt, mir kommt sie komplett unbekannt vor. Ah, guck, da wartet noch einer auf uns. Gut, jetzt ging es hier drüben hoch und da hinten. Können wir uns das aussuchen? Jetzt noch weiter nach oben, hier ist zu, alles klar. Und da geht es dann wieder runter, oder? Ah, da kommen wir doch zu dem Rucksack. So, wo geht's noch? Da drüben ging es irgendwo. Ne, gehen wir hier runter. Hey, hier waren wir doch gerade, oder? Ne, waren wir nicht, wir waren bei der anderen Leiter. Draußen randalieren sie irgendwo. Ah, dort sind sie. Ne, also so nie, Leute. Oh, da unten ist er. Na?
So, ein paar Köpfe weniger. Können wir uns jetzt wieder um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens kümmern. Da geht's hoch. Nachgeladen haben wir. Da geht's zum Endloot. Aha. Habt ihr es gesehen? Da ging die Klappe auf. Die ist ganz schön groß. War da nicht gerade noch ein zweiter? Geh wieder runter. Interessantes Level-Design. Na, geht's hier rein? Ne, vergiss es, das nimmst du nicht. Oh, da ist ein Loch in der Wand. Oh, guck mal hier, Ölschäfer. Schön. So, wir hatten dich jetzt schon wieder hier. Kommst du hoch? Na ja, dann. Hab schon einen Freiflug für dich reserviert. Plan, liegt er wieder unten. Okay. So, da drüben geht's noch weiter. Lebt er noch? Müssen wir dann mal gucken. Der Loot war da drüben irgendwie, aber wie kommen wir denn da hin? Bin schon wieder hungrig. Jetzt stehen wir hier oben bei dem Wärter. Oh Gott, guck, da geht's rüber. So ein Nahrungsstapel, na super. Für einmal Katzenfutter sozusagen. Uiuiuiui, da wird einem schon ganz anders, wenn man das sieht, ne? Also mir wird zumindest dann anders. Nein. Uiuiuiui. So, wo müssen wir denn jetzt? Da drüben müssen wir irgendwie rein. Ich muss jetzt trotzdem mal gucken, hier unten lag doch einer. Wo liegt er denn jetzt? Ja, müssen wir uns dann drum kümmern. Die Tür ist zu. Geht's hier nie rein? Ja, wo müssen wir dann aber jetzt rein ins Gebäude? Dort unten ist eine Tür, da sind wir rausgekommen, oder? Und dann sind wir dort hoch. Ui.
Da gibt es erstmal was zu essen. Ne, wir sind ja oben übers Dach rausgekommen. Oha. Gut, wir haben erfolgreich gesäubert. Ach, hier oben ist der Schlüsselkasten. Sehr schön. Ich habe gerade gedacht, der Schlüsselkasten muss natürlich irgendwo sein, damit wir... Das ist durch Sora befallenes Versteck. Ah, das ist dann quasi die zusätzliche Belohnung. Im Vergleich zur normalen Mission wahrscheinlich. Schraubenschlüssel, da kannst du zwar erst noch mitnehmen, aber wir wirst ihn nicht wirklich behalten, denke ich. Weil hier ist ja hoffentlich auch noch ein bisschen was drin. Da schaffen wir sogar noch zurück zum Rekt, geben die Mission ab und für morgen überlege ich mir was. Eine Tier 5 werden wir morgen nicht machen, vielleicht bauen wir morgen schon oder so, mal schauen. So, was haben wir denn hier? Die Munition nimmst du mit, das ist klar, die Rüstungsteile, dafür kriegst du ein bisschen was. Erste Hilfeverbände, können wir anwenden. Und dann guckst du mal mit dem Rest hier. Machen wir so. Und was du natürlich mal gucken musst, Halbautomatik-Auslöser, kannst du das in die Waffe reinbauen? Nee. Gut, dann müssen wir mal schnell nachladen. Weil ihr habt es gesehen, da hat er mir die Munition runtergelegt. So. Wunderbar, sind wir durch. Was hat er alles aufgemacht? Die Tür. Die Tür ist mir lieber, weil hier kommen wir schneller zum Motorrad. Ist er alleine? Macht er alleine solch einen Lärm? In dem Auflieger ist nichts drin, na gut. Ja, wunderbar. Das ist jetzt wieder ein kleines bisschen länger Folge geworden, habe ich das Gefühl, aber das macht ja erstmal nichts. Wir haben zwei Tier 4 Missionen gemacht. Vielleicht kriegt man dann auch beim Rekt irgendwann das Händler-Upgrade. So, wo müssen wir jetzt hin? Welcher Weg führt uns zum Rekt? Und da sind wir. Jetzt muss ich bloß kurz gucken, genau, dass ich meine zwei Plätze frei habe.
Ja. Die Belohnungen. Das kannst du alles verkaufen, das behältst du natürlich. So. Gut, achso, das verkaufen wir dann. Müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Macht bald zu. Aber das schaffen wir schon noch. So, taktisches Sturmgewehr Stufe 6, Stahlachs Stufe 6, Fertigungszeitschriftenpaket und Panzerbrechende 9mm. Oh, diesmal hat er ja richtig gute Belohnungen für uns. Diesmal hat er auch, der macht das mir echt schwer. Das Sturmgewehr Stufe 6 hat man doch schon, oder? Das taktische Sturmgewehr? Oder hat man das Stufe 5? Können wir alles. Also diesmal macht das mir wirklich schwer. Diesmal kann man alles gebrauchen. Und siehe da. Das Upgrade. Die Betonformhelfer, die sind natürlich auch schön. Da kannst du direkt aus Beton bauen. Spaß hätte viel. Nahkampfmods braucht man. Die MP5-Paket wäre vielleicht was. 4x4-Teile-Paket. Wir wollen das Auto irgendwann bauen. Ein Nahrungspaket wäre auch was. Ich entscheide mich dafür und kann auch ein zweites Paket nehmen. Demzufolge Nahrungspaket oder MP5. Machen wir MP5, oder? Ja. Gut, dann lass mich mal schnell dir etwas verkaufen. Das ist soweit schon mal ganz gut, die behältst du. Und dann gibst du mir mal bitte noch den besonderen Auftrag, nämlich die Handelsroute eröffnen. Trader Bob. Ja, ja, bin schon auf dem Weg nach draußen. Ja, da kann er zumachen. Trader Bob im Norden. Den kennen wir grundsätzlich schon. Fahren wir hin, machen wir. Dann haben wir Taylors Schatzkarte liegt hier. Nicoles Schatzkarte dort, Raphaels Schatzkarte dort. Das heißt, wir können auf dem Weg zum Bob dann auch noch Schätze ausgraben. Das kann ich aber offscreen machen. Und dann schauen wir noch mal rein. Was haben wir denn bekommen? MP5-Paket. Da haben wir eine MP5 tatsächlich, 100 Schuss und 3 Magazine. Und dann gucken wir mal hier ins 4x4-Teile-Paket. Da haben wir auf jeden Fall 4 Räder bekommen. Das waren vorher nur 3. Dann haben wir das Fahrwerk bekommen, noch ein Fahrzeugteilepaket, interessant, und 3x Vehicle Adventures. Wenn wir das öffnen, bekommen wir noch eine Batterie dazu. Na gut, na gut. Schön. Wir können es zwar noch nicht bauen, das Auto, aber wir haben zumindest schon ein paar Teile bekommen. Und dann werden wir es halt irgendwann mal bauen, wenn wir es können. Ja, dann sind wir durch für heute. Es ist 22 Uhr, die Nacht ist hereingebrochen, die Zombies sind wild und werden mit höherer Geschwindigkeit durch die Gegend laufen. Gegen unser Motorrad haben sie natürlich keine Chance. Ich fahre nach Hause, mache wieder die Routinehandgriffe, lade aus, verbessere meine Ausrüstung, soweit es geht. Und morgen, wie gesagt, schauen wir mal. Schatzkarte, Händlerroute zu Bob. Und so weiter. Also ein paar Kleinigkeiten erledigen. Ja, für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.